Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft am 4. Spieltag in der österreichischen Bundesliga zu Hause auf den SK Rapid Wien. Also, die zwei größten Fanlager in Österreich treffen aufeinander. Das ist immer sehr, sehr spannend, sehr, sehr emotional und auch zeitweise ein bisschen explosiv, aber in diesem Falle nichts Schlechtes, denn ja, was gibt Schöneres? Wenn du auf der einen Seite ja selber deine Mannschaft pusht und du merkst, in der Kurve ist was los und es geht was ab. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch was, also eine Gegenpartei, ja, wo man sich gegenseitig ein bisschen anstacheln kann. Also ich persönlich finde sowas immer, immer geil. Und ja, mir persönlich ist es auch viel, viel lieber, wenn du ein Spiel klarerweise gegen Rapid hast, als jetzt zu Hause gegen St. Pölten oder Altach, wo jetzt vielleicht, keine Ahnung, 20 Leute oder so mit dabei sind. Das ist einfach ein anderes Flair und ist auf jeden Fall Werbung, fantechnisch. Für die Bundesliga. Sportlich gesehen, ja, sind es auch zwei Clubs auf Augenhöhe, würde ich sagen. Die Rapidler laufen ja auch seit Jahren gefühlt ihrem eigenen Anspruch hinterher. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so heftig, aber im Grunde auch. Also gerade in der letzten Saison hat man sich so ein bisschen die Klinke in die Hand gedrückt. Heuer, ja, ist es tabellarisch noch nicht weiter erwähnenswert, aber man ist eigentlich auch wieder relativ ähnlich unterwegs. Die Rapidler haben jetzt schon wieder Stress mit den eigenen Fans. Nach dem ersten Sieg gegen Altach in der Vorwoche, den sie ja eher schlecht als recht irgendwie sich zusammengemurkst haben, sind sie ja von den eigenen Fans ausgepfiffen worden nach Schlusspfiff. Aber ja, wir brauchen uns da nicht aufregen, das kennen wir eigentlich auch aus der Vergangenheit. Aber wie gesagt, neues Spielzeit, neues Glück. Ich würde auch ehrlich gesagt das Hardback-Spiel jetzt nicht so sehr auf die goldene Waage legen, wie das vielleicht der ein oder andere macht. Ich will das Ganze nicht schönreden, die Leistung war grauslig, die Leistung war schwach, aber ganz ehrlich, es ist der dritte Spieltag gewesen und ich würde schon der Mannschaft oder generell dem ganzen Team eben von Sturm da schon ein bisschen mehr Zeit geben, um sich um weiter die Spielidee voranzutreiben und weiter eben die Abläufe einzustudieren und so weiter, weil ich denke, es ist schon ein Plan generell erkennbar. Es sind leider, gleich wie in Haugesund beispielsweise, immer wieder Ausfälle spielerischer Hinsicht, wo dann einfach gar nichts geht, aber natürlich muss man schon schauen, na klar, welches Personal gerade in der Offensive ist am Platz, das spürt man halt bei uns extrem, dass wir da zwar von der ersten Elf her ganz gut aufgestellt sind, aber klar, in der Breite vielleicht die ein oder andere Ergänzung noch fehlt oder eben der ein oder andere noch nicht so seine Form auch hat. Aber trotzdem, wie gesagt, zu dem frühen Zeitpunkt will ich persönlich noch nicht da den Teufel an die Wand malen, also ich gebe der Mannschaft hier noch Zeit, weil ich trotzdem glaube, wir haben einen fähigen Trainer auf der Bank. Und wir haben auch das Personal, um eine gute Saison zu spielen. Also von dem muss man da trotzdem ein bisschen geduldig sein. Wie gesagt, soll keine Schönrederei sein. Ich bin genauso sauer, wenn die Mannschaft ihre Leistung nicht bringt. Aber ja, ist für mich einfach zu früh. Denn ehrlich gesagt, ich habe schon genug Spielzeiten auch angesehen bei den Jungs. Und ja, es gibt immer solche Spiele zwischendrin. Auch in der besten Saison, auch in der Saison, wo wir Meister wurden, haben wir keine überragenden Spiele jetzt reihenweise abgeliefert. Da waren auch solche lustigen Partien mit dabei, nur mit besserem Ergebnis am Schluss. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Sache. Aber auf jeden Fall, ja, sieht jetzt gegen Rapid eben wieder neu aus von der Ausgangslage. Personell könnte Stefan Hierländer zurückkehren in die Startelf vielleicht sogar oder zumindest in den Kader. Der war ja auch lange ausgefallen. Röcher ist immer noch kein Thema. Aber ansonsten ist die Mannschaft, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Also ja, ich denke, es wird eine spannende Geschichte werden. Spielerisch, ja, glaube ich, dass wir mal schauen, dass wir schon wieder uns natürlich auf unser Umschaltspiel verlagern, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir uns hinten reinstellen und Rapid jetzt nur kommen lassen. Also mal gucken, wie das Ganze so wird. Die Spielanlage ist ja jetzt nicht so komplett verschieden von den beiden Teams, wie ich finde. Also ja, es wird, glaube ich, eine spannende Geschichte werden. Ich bin natürlich positiv gestimmt. Ich denke, wir werden trotzdem ja die Hütteldorfer ohne Punkte wieder nach Hause schicken und dann, klar, ja, dann sind sie wieder die Besten. Also deswegen, cool bleiben. Im Moment zumindest noch ein bisschen, würde ich mal sagen. Und ja, genießen wir einfach mal am Sonntag die Partie. Jetzt habe ich leicht reden und wenn das am Sonntag in die Hose geht, ja dann. Aber ja, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir wollen positiv denken und von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zur Partie morgen sagt. Ich persönlich bin schon sehr gespannt. Es soll ja auch eine Choreo geben, was man gehört hat. Also auch das wird, glaube ich, sehr, sehr geil werden. Und
Ja, natürlich noch kurz, wenn euch die Videos gefallen, gerne liken, gerne teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren und ja, das ist es eigentlich dann auch schon. Also, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die schwarzen Dämmerburschen, reißt euch zusammen! Und bis dann. Ciao, ciao.